Maxim Bronischew, 3 zu 2 in Luckenwalde gewonnen. Ganz kompliziertes Spiel. Ja, wie geht's denn kurz danach? Ja, ich glaube, zum Glück haben wir gewonnen im Endeffekt. Aber die rote Karte hat vieles in die andere Richtung gesetzt. Aber jetzt ist vergessen alles. Und zum Glück haben wir jetzt noch am Ende für uns gedreht. Und das ist das Wichtigste, dass wir 3 Punkte jetzt mitgenommen haben vor dem Topspiel. Und Freitag wird es heiß. Jetzt gibt es am Freitag ein Topspiel gegen den BFC Dynamo. Energie Cottbus ist Tabellenzweiter in der Regionalliga, der BFC Spitzenreiter. Ist das dieses Spiel, worauf man da richtig hinfiebert? Ich weiß ja nicht, Dynamo ist glaube ich schon Meister geworden nach dem zweiten Spieltag, aber wann wir gegen die gespielt haben. Freitag werden wir sehen. Also wir haben noch eine Rechnung offen und deswegen bereiten wir uns auf Freitag vor. Ja, es war erwartet, umkämpftes Spiel. Luckenwalde spielt sehr gut, das haben wir gewusst und die haben uns schon vor Aufgaben gestellt, aber ich denke, nachdem wir 10 Mann waren, haben wir das Spiel ein bisschen aus der Hand genommen. Dann zweite Halbzeit die 2 Tore da bekommen und am Ende, wie wir uns da für die letzten Wochen, für die letzten Monate belohnen, ist einfach überragend. Und das Gefühl, das nehmen wir jetzt heute mit und für nächste Woche gegen BFC. Wie haben Sie das so erlebt? Die letzten Minuten war dann wirklich jeder Zweikampf ein Ringkampf. Luckenwalde hat richtig dagegen gehalten. Musste man dann als FCE-Profi einfach dann nochmal die Schippe drauflegen? Ja klar, deswegen. Man spielt hier für Energie. Die Fans haben uns da gepusht. Sich selbstverständlich, vor allem jetzt in der Zeit. Und ja, es war ein umkämpftes Spiel, sehr hart. Am Ende haben auch ein bisschen die Kräfte gefehlt, muss man auch ehrlich sein, nach den letzten Wochen. Aber alles in allem haben wir die 3 Punkte geholt. Unser Ziel, das wir vor dem Spiel hatten und jetzt einfach im nächsten Spiel nochmal da jetzt das i-Tüpfelchen draufsetzen. Dann gab es das Siegtor, Sie waren mittendrin richtig dran am Ball. Beschreiben Sie mal, wie war die Situation? Ja, Hoffi hat den seitlichen Freistoß da geschlagen und ich laufe rein und hilf halt das Ding gut. Torwart war zwar noch dran, aber als er reingeht, es war einfach Ekstase pur. Für die Momente spielst du einfach Fußball, für die Momente machst du gern die Tore. Vor allem jetzt für den Verein, der in den letzten Jahren nicht einfache Zeiten hatte. Und jetzt hierher zu kommen und einfach den Fans ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, was Schöneres gibt's nicht. Ja, wie gesagt, haben wir spannend gemacht, aber wir haben ja gesagt, wir wussten, wie kompliziert es wird, hat man auch gesehen, ist eine eingeschworene Truppe Luckenwalde mit guten Fußballern drin und dann, ja, wie gesagt, haben wir uns jetzt das Leben nicht gerade einfach gemacht mit der gelb-roten Karte vor der Halbzeit, ich glaube 2 Minuten vor der Halbzeit, wie gesagt, ja, Kujovic, junger Spieler, sowas passiert, wie die Mannschaft dann nach 2-2 aber reagiert hat, glaube ich, ist überragend, dass wir dann nochmal eine Schippe raufpacken können, dann wurden wir auch nochmal für den Aufwand, glaube ich, belohnt. Wie gesagt, ich glaube, es war so ein dreckiger Arbeitssieg, die einfach dazugehören, wenn man am Ende Erfolg haben will. Und die 3 Punkte nehmen wir gerne mit, aber die sind sehr, sehr hart erkämpft gewesen. Ja, man muss auch sagen, dass der Gegner gut gemacht haben. Natürlich mit einem Mann weniger schwer. Wir sind dann echt nicht reingekommen in der Ordnung mit einem Mann weniger. Die haben nochmal taktisch sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr clever auch gemacht, haben genau gewusst, welche Räume die bespielen müssen. Ja, und für die dann, genauso wie für uns, der Genickbruch, die gelb-rote Karte. Und dann hat die bessere Mentalität, sage ich mal, gewonnen. Beschreiben Sie mal die Situation, als der Ball dann drin war zum 3-2. Ja, welche Gefühle gehen da durch den Körper? Ja, erstmal ein Stück weit Erlösung, weil das war auch, glaube ich, so eine Phase, wo wir extrem am Drücker waren, wo wir komplett eingeschnürt haben in deren Hälfte. Aber das war halt nur ganz kurze Erlösung, weil dann ist man halt mit dem Kopf wieder dabei, das Ding auch über die Zeit zu bringen. Energie hat jetzt aus den letzten 7 Spielen 6 gewonnen. Vor 3-4 Monaten hätten Sie so ein Spiel vielleicht noch nicht gewonnen. Was ist mit der Mannschaft passiert? Ja, weiß ich nicht. Also, was passiert ist, weiß ich nicht. Vielleicht einen anderen Spirit entwickelt mittlerweile. Wir sind eingespielter, man sieht, wir haben bessere Abläufe, stehen taktisch besser. Aber ich weiß nicht, ob wir so großartig was anders machen, aber wir gewinnen halt die Spiele und das gehört halt dann dazu. Jetzt gibt es am Freitag das absolute Topspiel, Erster gegen Zweiter. Der BFC Dynamo kommt ins Stadion in der Freundschaft. Was kann Energie dort leisten? Ja, das werden wir dann sehen. Das kann ich vor dem Spiel nicht sagen. Aber Fakt ist, dass es um 3 Punkte geht, genauso wie es hier um 3 Punkte ging. Und ich persönlich will es jetzt nicht zu einem größeren Spiel machen, als es ist.